Heilpraktiker ist ja einer erstmal, der praktisch arbeitet an der Heilung, wenn ich es mal so sagen darf. Jetzt ist es natürlich in der Diagnostik und auch in manchen Therapien so, dass wir nicht alles jetzt mit der Hand heilen können. Wir versuchen jetzt keine Apparatemedizin draus zu machen hier, aber wir möchten uns ganz gerne unterstützen lassen von manchen Gerätschaften. Wir machen eine Ultraschalldiagnostik jetzt beim Thema Schilddrüse intensiv oder gucken uns auch die Gefäße an mit einem Ultraschallgerät. Für die Therapien selbst haben wir auch noch andere Ultraschallgeräte oder Reizstromgeräte. Wir arbeiten mit einem Oxygenierungsgerät für eine intravenöse Sauerstofftherapie, um unsere praktischen Tätigkeiten noch zu verbessern, dass der Patient da in die Heilung kommt.